Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. In der dritten Einheit hatten wir die metaethische Einteilung kennengelernt in Tugendethiken, Deontologien und Teleologien. Und in dieser Einheit, also heute und nächste Woche, werden wir die Deontologie vertiefen, wieder anhand konkreter Entwürfe. Deontologien legen ja den Schwerpunkt des moralischen Urteils auf die Handlung als solche. Sie schauen nicht so sehr auf die Motivationslage, nicht so sehr auf das Konsequenzenspektrum. Das heißt nicht, dass die völlig bedeutungslos wären, aber der Fokus liegt eben auf dem Handlungstyp als solchem. Deontologie in Elementarform wäre zum Beispiel, Lügen ist schlecht, egal aus welchem Grund und egal mit welchen Folgen. Stehlen ist schlecht, egal weshalb, egal wozu. Solche Regeln müssen sicherlich verfeinert werden, weil man ja vielleicht sinnvolle Ausnahmen zulassen möchte. Aber wenn man dabei Deontologe bleiben will, dann muss man natürlich auch versuchen, diese Verfeinerungen, diese Ausnahmen mit Blick auf Handlungstypen zu formulieren, nicht mit Blick auf Motivation oder Konsequenzen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte eine Notlüge erlauben oder einen Mundraub erlauben, dann muss ich es irgendwie schaffen, das zu formulieren, ohne Bezug auf den Charakter oder auf Folgen zu nehmen. Und das kann funktionieren. Wir hatten ja in früheren Einheiten schon gesehen, der Begriff der Handlung kann sehr weit gefasst werden. Er kann Dinge einschließen, die man in anderen Darstellungen vielleicht auch als Motivation oder als Konsequenz konzeptualisieren könnte. Zum Beispiel könnte man auch Töten ist schlecht oder Morden ist schlecht als Handlungsverbote auffassen. Nicht nur Schießen ist schlecht. Und die Motivation verlegt man dann wirklich in dauerhaftere Charakterdispositionen und die Konsequenzen in wirklich weitere Spätfolgen. Grundsätzlich hat der Anhänger von jedem dieser drei Ethiktypen das Bestreben, seine Komponente natürlich möglichst groß zu fassen, also Motivation oder Handlung oder Konsequenz. Die will er möglichst weit formulieren, weil er dadurch möglichst viele moralische Aspekte dann in seinen Begriff einfangen kann. Und entsprechend werden Deontologen auch immer einen weiten Handlungsbegriff haben. Die werden keine Regeln gegen das Schießen aufstellen, sondern mindestens gegen das Töten oder sogar gegen das Morden. Und mit solchen differenzierten Handlungsregeln können Sie dann moralische Feinheiten einfangen, ohne dass Sie Bezug nehmen müssen auf Charakterdispositionen oder Handlungsfolgen. Also ohne dass Sie sprechen müssten irgendwie von vollkommener Seele oder gutem Leben oder vom Wohl der anderen oder vom Glück in der Welt. Die können ganz im deontologischen Vokabular dann verbleiben. Die reden einfach weiter von Pflichten, von Geboten. So deontologische Ethiken haben dadurch auch gewisse Nachteile. Sie haben eben keine Bodenhaftung in der motivationalen Ausstattung von Menschen. Und sie orientieren sich nicht an guten Zuständen in der Welt. Und das kann teilweise dann sehr rigoristisch werden. Nicht untypisch ist die Auffassung fiat justitia pereat mundus. Also es möge Gerechtigkeit walten, auch wenn die Welt darüber zugrunde geht. Das mag unattraktiv sein, das mag den realen Menschen überfordern, das mag brisante Resultate erzeugen. Die Frage ist, ob das dann plausibel sein kann. Das kommt natürlich darauf an, wie die Handlungsregeln dann genauer formuliert sind. Deontologien haben aber auch einen großen Vorteil, mindestens einen großen Vorteil. Sie kommen einer sehr zentralen moralischen Grundintuition entgegen, die man tugendethisch oder teleologisch kaum in den Griff bekommt. Nämlich die Grundintuition, die wir alle kennen und die in dem beliebten Spruch zum Ausdruck kommt, wenn das jeder täte. Das ist ja zuweilen eine sehr schulmeisterliche Regel, aber sie hat sicherlich einen wichtigen ethischen Kern. Eine Handlung scheint moralisch nicht in Ordnung zu sein, wenn es inakzeptabel wäre, dass sie jeder vollzöge. Als Handelnder darf man sich nicht was herausnehmen, von dem klar ist, dass es nicht hinnehmbar wäre, wenn jeder es täte. Und zwar egal aus welchem Motiv und mit welchen Folgen ich selbst es gerade tun möchte. Das ist die Grundintuition der Universalisierbarkeit von Handlungen oder Verallgemeinerbarkeit von Handlungen. Und die ist in fast allen deontologischen Ethiken vorhanden in der einen oder anderen Form. Und es ist eine wichtige Grundintuition, die prägt unser moralisches Denken stark. Man hat da zunächst einmal eigentlich immer negative Beispiele im Kopf. Ich darf nicht meinen Müll im Wald vergraben. Warum nicht? Naja, wenn das jeder täte, ginge der Wald kaputt. Das kann sicherlich nicht gewollt werden, aber dann darf ich es eben auch nicht tun, und zwar auch dann nicht, wenn mein kleiner Müll allein dem Wald gar nicht schaden würde. Trotzdem darf ich das dann nicht.
ist ein Beispiel eines falschen Tuns, den Wald verschmutzen. Oder, sehr aktuell, ich darf nicht meine Steuern hinterziehen. Warum nicht? Wenn das jeder täte, gingen unsere Sozialsysteme kaputt. Das kann nicht gewollt werden. Aber dann darf ich es eben auch nicht tun, selbst wenn meine kleinen Steuern gar nicht ins Gewicht fallen. Beispiel eines falschen Unterlassens, Steuern nicht zahlen. Man kommt aber auch auf positive Beispiele. Zum Beispiel, ob ich gegen politische Inhaftierungen in einem totalitären Staat protestiere oder nicht, das macht keinen Unterschied. Aber wenn jeder es täte, würde es helfen. Also sollte auch ich den Protest äußern, das ist meine Pflicht, und zwar auch dann, wenn die anderen es nicht tun. Das ist ein Beispiel eines richtigen Tuns, einen Protestbrief schreiben. Oder ob ich das Auto stehen lasse oder nicht, hat kaum Effekt auf das Klima. Aber wenn es jeder täte, würde es helfen. Also sollte ich das Auto stehen lassen. Das ist meine Pflicht, auch wenn die anderen es nicht tun. Das Beispiel eines richtigen Unterlassens, das Auto stehen lassen. Insgesamt, man ist hier so im Kreis vor allen Dingen von Schwarzfahrerproblemen oder Trittbrettfahrerproblemen. Die typische Situation ist immer, dass einzelne Schwarzfahren isoliert hat kaum schlimme Effekte. Wenn ich schwarz fahre, naja, der Zug fährt ja ohnehin, er wird durch mich auch kaum schwerer und dadurch, dass ich mein Ticket nicht bezahle, entgeht der Bahn nur ein winziger Gewinn. Aber wenn sich jeder so verhielte, ginge die Bahn zugrunde. Und daran zeigt sich eben, dass Schwarzfahren moralisch schlecht ist, und zwar auch dann, wenn ich es als Einziger tue, sonst verhalte ich mich eben asozial. Und deontologisch bekommen Sie diese Intuition gut in den Griff. In all diesen Fällen nimmt sich der Handelnde etwas heraus, was offenbar schlimm wäre, wenn es jeder täte. Wenn jeder sich so verhielte wie er, wäre das erkennbar schlecht. Und genau aus diesem Grund ist es auch mir untersagt, so zu handeln. Und damit nimmt die Moral deutlich den Charakter von unbedingten Handlungsregeln an, an die sich jeder ausnahmslos zu halten hat. Und Handlungsregeln sind eben das Zentrum deontologischen Vokabulars. Das heißt, ein Deontologe hat kein Problem damit, Handlungen der skizzierten Art als schlecht einzustufen und damit entspricht er dieser sehr verbreiteten Grundintuition, dass die auch verkehrt sind. Tugendethisch oder teleologisch bekommen Sie diese Fälle nicht gut in den Griff. Denn diese fraglichen Handlungen sind wohl auch dann schlecht, wenn sie vielleicht aus einem akzeptablen Motiv heraus oder auch mit harmlosen Folgen vollzogen werden. Und das scheint durchaus möglich zu sein. Schauen Sie in tugendethischer Perspektive, es wird schwer sein, in jedem dieser Fälle wirklich eine schlechte Motivation zu finden. Natürlich ist man versucht zu sagen, ja, das sind doch Fälle von Egoismus, von Asozialität, wie in diesem Schwarzfahrerbeispiel. Aber wenn man dann genauer fragt, ja, worin besteht denn der Egoismus, worin besteht die Asozialität, dann kommt sofort die Antwort, naja, im Verstoß einer Handlungsregel, die für alle gilt. Und das ist natürlich keine originär tugendethische Perspektive, sondern das ist eine deontologische Sichtweise. Und wenn man so einen Verstoß dann als Charakterdefizit geltend machen will, dann merkt man, dass diese tugendethische Fassung wirklich sekundär ist. Primär geht es mal um eine Handlungsregelverletzung. Und dann denken wir darüber nach, dass jemand, der das macht, einen schlechten Charakter haben mag. Das ist deutlich nachgeordnet. Und in teleologischer Perspektive, die Handlung muss für sich allein genommen gar keine schlechten Konsequenzen haben. Sie hätte schlechte Konsequenzen, wenn sich jeder so verhielte. Aber sie hat keine schlechten Konsequenzen, wenn nur ich selber sie vollziehe. Jedenfalls keine nennenswerten. Beispiel Schwarzfahren. Und deshalb bleibt auch die teleologische Perspektive hier stumpf. Man könnte höchstens behaupten wollen, ja, aber wenn ich das mache, das zieht ja weitere Kreise, nicht wahr? Ich gewöhne mich dran und mache es dann dauernd und meine Kinder gucken sich das ab von mir. Aber das sind alles Hilfskonstruktionen. Das sind alles Hilfskonstruktionen, die empirisch fragwürdig sind, das muss nicht passieren, und die auch normativ am eigenen Problem vorbeigehen. Kurz, in all diesen Beispielen geht es um die Handlung als solche. Diese ist jeweils falsch, weil sie nicht universalisierbar ist. Von den dahinterstehenden Motivationen oder von den fernen Konsequenzen reden wir gar nicht. Und das ist ein großer Vorteil für die deontologische Perspektive. Universalisierbarkeit ist bestimmt irgendwie eine wichtige moralische Grundintuition. Vielleicht ist sie sogar zentral für die Moral. Und diese Intuition ist erkennbar deontologischer Art. Aber nun ist es wenig überraschend, dass Tugendethiker und Teleologen versuchen, dagegen anzugehen. Sie versuchen, die Plausibilität dieser Grundkonzeption zu untergraben.
insbesondere indem sie sie versuchen, ad absurdum zu führen. Und dann kommen Beispiele wie das folgende. Stellen wir uns vor, ich möchte Schuster werden. So, wenn jeder Schuster würde, dann müssten alle verhungern. Es gäbe ja keine Bäcker mehr. Also ist Schuster werden nicht universalisierbar. Also ist Schuster werden angeblich moralisch verwerflich. Welch ein Unsinn! Insbesondere können Sie auf diese Weise auch jede andere Berufswahl ad absurdum führen. Bäcker werden ist dann auch nicht universalisierbar. Arzt werden auch nicht. Sehr seltsam. Anderes Beispiel. Ich möchte heute Abend um 18 Uhr auf der Schlosswiese Fußball spielen. Wenn jeder heute Abend um 18 Uhr auf der Schlosswiese Fußball spielt, dann trampeln wir uns alle tot. Dann sind da nämlich 7 Milliarden Menschen versammelt. Oder man könnte sagen, es geht eben überhaupt nicht. Also ist es angeblich moralisch verboten. Welch ein Quatsch! Insbesondere ist es doch keine andere Zeit und kein anderer Ort erlaubt. Das Problem stellt sich immer wieder genauso ein. Was lernen wir daraus? Nun, möglicherweise lernen wir nicht daraus, dass der Gedanke der Universalisierbarkeit unsinnig ist. Aber zumindest lernen wir daraus, dass wir ihn wohl sorgfältiger formulieren müssen. Vor allen Dingen dürfen wir ihn nicht zu eng an die einzelne konkrete Handlung hängen. Etwa an einen genauen Beruf oder an einen genauen Zeit und Ort. Denn dann ist in der Tat keine Handlung verallgemeinerbar, nicht mal atmen. Es können ja nicht alle Menschen dasselbe Quäntchen Luft einatmen. Wir müssen das also etwas abstrakter formulieren. Zum Beispiel könnten wir uns fragen, darf jeder den Beruf wählen, den er gerne möchte? Im Rahmen der Regelung eines freien Arbeitsmarktes und bestimmter staatlicher Einwirkungen. Ja. Oder darf jeder seine Freizeit so gestalten, wie er möchte? Im Rahmen friedlicher Rücksichtnahme auf andere und städtische Vorgaben. Das könnte dann verallgemeinerbar sein. Wir müssen also ein bisschen abstrakter werden, weg von der einzelnen konkreten Handlung. Dabei müssen wir aber vorsichtig sein, zu abstrakt darf es auch nicht werden, denn dann verlieren wir das deontologische Gepräge. Wir dürfen uns insbesondere nicht von der Handlung als solcher zu sehr entfernen. Denn irgendwelche Allgemeinheiten jenseits der Handlung haben auch Tugendethiker und Teleologen zu bieten. Die können jederzeit fordern, dass bestimmte Tugenden von allen ausgeübt werden sollten oder dass bestimmte Folgen von allen erreicht werden sollten. Ein Tugendethiker kann gern sagen, jeder soll tapfer sein oder jeder soll die Nutzensumme maximieren. Solche Allgemeinheiten treffen nicht mehr die Grundintuition, um die es in unseren Beispielen ging. Da ging es nicht darum, dass jeder irgendwelche Tugenden ausbilden soll oder irgendein Gutes anstreben soll. Es ging darum, dass bestimmte Handlungsweisen illegitim sind, weil es inakzeptabel wäre, wenn jeder sie vollzieht. Das ist die fragliche Grundintuition. Die ist deontologisch. Und deshalb müssen wir sie deontologisch einfangen mit Bezug auf Handlungsregeln. Es wird also viel darum gehen, wenn man Deontologe ist, dass man diese Handlungsregeln auf der richtigen Abstraktionsebene formuliert. Man muss ein richtiges Maß finden an Konkretheit oder Abstraktheit. Wir brauchen wahrscheinlich so eine mittlere Ebene, auf der sie formuliert werden. Nur so können wir diese Intuition der Universalisierbarkeit treffen und nur so kann sie auch sinnvoll bleiben. Das gilt auch zum Beispiel für die berühmte goldene Regel. Also den Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist die negative Variante. Es gibt auch die positive Variante. Behandle andere stets so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ist ein sehr bekanntes Moralprinzip, ist in unterschiedlichsten Kodizes enthalten. Das ist auch primär ein deontologisches Konzept. Auch da geht es um das Handeln als solches, nicht um vorausliegende Motivationen oder nicht um weitere Konsequenzen. Und auch diese goldene Regel kann man ad absurdum führen, wenn man die falsche Abstraktionsebene wählt. Stellen Sie sich vor, Paul bringt Peter um, indem er ihm einen Fisch zu essen gibt, gegen den Peter tödlich allergisch ist, Paul selbst aber nicht. Und jetzt würde Paul sich rechtfertigen mit, ich hätte ja nichts dagegen, wenn mir jemand diesen Fisch zu essen gibt. Ich esse den sogar gern. Also habe ich den anderen so behandelt, wie ich selbst behandelt werden möchte. Also habe ich nicht gegen die goldene Regel verstoßen. Das ist offenbar Unsinn. Das wird dem Geschehen nicht gerecht. Die Handlung muss allgemeiner beschrieben werden, um sie wirklich korrekt zu erfassen. Die Handlung ist nicht einfach einen Fisch zu essen geben. Die Handlung war ein Vergiften. Und das würde Paul auch nicht haben wollen, dass ihm das passiert. Und dann sieht man wieder, dass er gegen die goldene Regel verstoßen hat. Aber wenn Sie zu eng an der Handlung sind, einen Fisch dieses Typs zu essen geben, kann Paul plötzlich sagen, ich habe ja nicht gegen die goldene Regel verstoßen. Doch hat er bestimmt, weil er Peter vergiftet hat. So viel vorab.
Was machen wir genauer in dieser Einheit? Wir gehen wieder auf konkrete Autoren ein. Der erste davon ist wenig überraschend Kant. Natürlich ist ganz bekannt, also der vielleicht wichtigste Deontologe der Philosophiegeschichte. Darüber hinaus werden wir uns auch mit Kant beschäftigen. Und schließlich, letztlich und drittens kommen wir auch an Kant nicht vorbei. Ja. Und ganz am Schluss kommen wir vielleicht noch auf weitere Ansätze zu sprechen. Das ist so, Kant gilt als Hauptvertreter hier. Er ist der erste Denker mit einer wirklich ausgearbeiteten deontologischen Theorie. Deshalb ist diese Einheit fast nur ihm gewidmet. Es gibt natürlich auch andere Deontologen, aber die empfinden sich auch selber meistens als Nachfolger Kants. Also die sehen sich selbst in einer kantischen Tradition stehend und stellen sich damit oft gegen Leute, die in der aristotelischen Tradition stehen, also moderne Tugendethiker, und Leute, die in der utilitaristischen Tradition stehen, Teleologen. Also wie gesagt, Moderne werden wir am Schluss ein bisschen behandeln, aber nur sehr kurz. Insbesondere kann ich dann nur darauf eingehen, wo da Parallelen oder Unterschiede zu Kant liegen. Da haben wir ihn. Ein bisschen was aus seinem Leben. Dieses Gemälde ist von 1768, das heißt zu Lebzeiten entstanden, da war er Mitte 40 und noch gar nicht bedeutend. Er hat auch eine wenig aufregende Vita. Das ist offenbar das Paradebeispiel einer äußerlich ereignislosen Gelehrtenexistenz. Da wurde geboren, philosophierte und starb. Und das meiste davon auch noch in Königsberg. Angeblich war er auch kein besonders interessanter Charakter. Ihm hängt nach, er sei ein etwas pedantischer Eigenbrötler gewesen, sehr vergeistigt, sehr weltabgewandt. Aber das stimmt höchstens teilweise. Das stimmt wohl nur in den späteren Jahren, nicht eigentlich in seinen früheren Lebensphasen. Geboren ist er 1724 in Königsberg, genau in einer Vorstadt von Königsberg, damals die Hauptstadt von Ostpreußen, das ist das heutige Kaliningrad in Russland, eine kleine russische Enklave zwischen Polen und Litauen an der Ostsee. Sein Vater war ein Riemermeister, das heißt ein lederverarbeitender Handwerker. Kant war das vierte von insgesamt 9 Kindern, von denen aber auch nur 4 das Erwachsenenalter erreicht haben. Er kommt also aus sehr einfachen Verhältnissen. Und eine längere Schulausbildung, insbesondere eine Gymnasialzeit, bekommt er nur deshalb, weil sein Talent frühzeitig erkannt wurde und die Familie mit Blick auf ihn finanziell unterstützt wurde. Der Unterricht, den er damals bekam, der war natürlich stark religiös geprägt. Da machte man wenig Naturwissenschaften, stattdessen viel Religionsunterricht und alte Sprachen und auch das bevorzugt anhand der Bibel. Auch sein Elternhaus war pietistisch. Das war seit dem 17. Jahrhundert eine Strömung im Protestantismus, die sehr stark den Aspekt der Frömmigkeit betonen und auch vielleicht so ein Charakterideal haben einer stoischen Gemütsruhe. Und manche sagen, in Kants Ethik würde man Spuren dieses Pietismus finden. Auch sein moralisches Ideal sah auch latent pietistisch. 1740 schreibt er sich ein an der Albertina, das ist die Königsberger Universität. Und da studiert er Mathematik und Naturwissenschaften, das holt er jetzt nach, aber auch Theologie, Philosophie und klassische lateinische Literatur. So ein Studienpaket, das ging damals noch. Er wird finanziert durch Verwandte, er gibt auch Privatstunden und, man glaubt es kaum, er finanziert sich durch Gewinne beim Billardspiel, was sein Image als völlig vergeistigten Eigenbrötler schon ein bisschen relativiert. Er lernt damals an der Uni die Physik Newtons kennen, die ihn sehr beeindruckt, die ihm als musterstrenger Wissenschaft gilt. Und manche sagen, ja, das merkt man in seiner Erkenntnistheorie, denn die sei sehr stark so auf newtonsche Physik ausgerichtet. 6 Jahre später stirbt sein Vater und daraufhin verlässt er die Universität und fängt an zu arbeiten, nämlich als Hauslehrer oder als Hofmeister, wie man damals sagte. Da vollzieht er einen gewissen Aufstieg, er ist erstmal bei einem Prediger angestellt, dann bei einem Gutsbesitzer, dann auch bei einem Grafen. Jetzt ist er auch mal wirklich außerhalb von Königsberg unterwegs. Er verfasst erste Schriften, interessanterweise schwerpunktmäßig zu naturwissenschaftlichen Fragen. Also er schreibt zum Verhältnis von Kraft, Masse und Geschwindigkeit. Das hatte man damals noch nicht richtig sortiert und er auch nicht. Diese Schrift gilt eher als misslungen, auch er hat irgendwie kinetische Energie und Impuls latent verwechselt. Er hat auch eine Theorie aufgestellt zur Entstehung des Planetensystems. Und die ist in der Tat heute noch relevant und bekannt, nämlich der Gedanke, dass die Planeten sich nach und nach verdichtet haben aus einem ursprünglichen Urnebel durch sukzessive gravitative Verklumpung. Das ist die kantische These der Entstehung des Planetensystems. Er ist einer der ersten Philosophen, die auch wirklich viel auf Deutsch schreiben, statt Latein, wie die meisten Gelehrten, oder Französisch, wie Leibniz meistens.
Und das muss beachtet werden, wenn man ihn liest und wenn man seinen Stil vielleicht für schwerfällig hält. Kant war oft unzufrieden mit seinem Stil und hat sehr damit gerungen, mit der Sprache. Mitte der 50er Jahre kehrt er zurück nach Königsberg an die Universität und vollzieht in diesem Jahr seine Promotion und seine Habilitation. Auch das ging damals, im selben Jahr promovieren und habilitieren. Und er wird dann Lektor, das heißt, er gibt Vorlesungen und lebt von den Gebühren, die die Studenten ihm geben. Er hat also kein staatliches Gehalt. Das heißt auch, dass er aus finanziellen Gründen sehr viel lehren muss, um über die Runden zu kommen. Er arbeitet weiterhin zur Naturwissenschaft, über Feuer, Erdbeben, kleinste Teilchen, Windentstehung. Aber es kommen auch die ersten philosophischen Arbeiten, insbesondere auf dem Gebiet der Metaphysik. Er ist durch seinen hohen Lehraufwand darin sehr stark behindert. Er bemüht sich auch vergeblich, jetzt schon mal Professuren in Königsberg zu bekommen. Klappt erstmal nicht. 1766 erst hat er seine erste besoldete Stelle, und zwar als Unterbibliothekar an der Königlichen Schlossbibliothek. Erst 1770 klappt's. Da bekommt er endlich eine Professur für Logik und Metaphysik in Königsberg, also mit Mitte 40. Er hatte zuvor allerdings auch schon Angebote abgelehnt aus Erlangen und aus Jena. Und zwar hat er sie abgelehnt unter Hinweis auf seine Heimatverbundenheit, seinen Freundeskreis und seine schlechte Gesundheit. Auch das ging damals noch. Das könnte man sich heute nicht mehr erlauben. Er hatte auch einen Ruf schon nach Königsberg, und zwar auf eine Professur für Dichtkunst. Aber die hat er abgelehnt, möglicherweise, weil er der Grußbotschaften an den König hätte verfassen müssen. Und das war ihm möglicherweise zu blöd. Aber jetzt hat er diese Professur. Er hat ein weites Vorlesungsspektrum. Natürlich liest er zu Philosophie, Logik, Metaphysik, so heißt ja sein Lehrstuhl, aber auch Anthropologie, Religionslehre, Ethik, Naturrecht. Er liest aber auch zu Naturwissenschaften. Er hält Vorlesungen zu Physik, zu Geografie, Festungsbau und Feuerwerkerei. Er soll ein durchaus unterhaltsamer, lebhafter, witziger, anekdotenreicher Vortragender gewesen sein. Außerdem galt er als sehr warmherzig, sehr charmant, galant, gut gekleideter Mann. Er nahm am gesellschaftlichen Leben teil, er hat weiter Billard gespielt, er hat Karten gespielt, er ging ins Theater, er ging in die Salons. Seine Zeitgenossen hatten auch eher Sorge, er käme nicht genug zum Arbeiten. Und er seinerseits hat Herder mal den Rat gegeben, er solle nicht so viel über den Büchern brüten. Das verbreitete Bild von ihm als völlig verschrobener Eigenbrötler ist in dieser Zeit völlig falsch. Dieses Bild stammt aus späteren Lebensjahren, wo es stimmen mag. Und in diesen späteren Lebensjahren, aus denen haben wir eben mehr Zeugnisse über Kant, weil er da erst wirklich bekannt war und interessant wurde. Außerdem hat er das Klischee des Eigenbrötlers, weil er Königsberg in der Tat jetzt nie mehr verlassen hat. Wobei man aber bedenken muss, dass Königsberg eine wichtige und eine sehr weltoffene Stadt war. Da bekam man schon einiges von der Welt mit. 1781 dann der Paukenschlag, seine Kritik der reinen Vernunft erscheint. Er ist da 57, also alles andere als ein Wunderkind. Seine Schriften davor sind nicht gerade bedeutungslos, aber wäre er nur 56 geworden, dann hätte er nicht annähernd den Rang, den er hat. Dann würden wir ihn hier auch heute nicht behandeln. Das Buch hat anfangs wenig Resonanz, es gilt als dunkel und unverständlich. Nach ein paar Jahren aber kommt der Umschwung, da gilt es als bahnbrechend und als tiefster Einschnitt vielleicht in der neueren Philosophiegeschichte. Kant wird sehr berühmt, er wird geehrt und in sehr kurzer Abfolge veröffentlicht er jetzt weitere Schriften. Unter anderem auch eine starke Überarbeitung dieses Buchs von 1787. Sein Arbeitspensum ist hoch. Jetzt erleben wir bei ihm diesen zurückgezogenen Lebenswandel. Jetzt kommt der Kant, der wirklich beherrscht ist, pedantisch ist, einen präzisen Tagesablauf hat, peniblen Zeiteinteilungen folgt. Er zieht sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Er zeigt ein zunehmend menschenscheues Verhalten. Und all das möglicherweise nicht so sehr, weil er ernsthaft verschroben geworden wäre, sondern weil er sich ein gewisses philosophisches Programm vorgenommen hatte, in einem fortgeschrittenen Alter war und gesundheitliche Probleme hatte. Und er wusste, er muss sich ranhalten, wenn er das noch durchziehen will. Ende des Jahrhunderts gibt es bei ihm auch erste Anzeichen von Altersschwäche und Überforderung. Es wird auch spekuliert, dass er eine Demenz gehabt haben könnte. Und 1804 stirbt er dann, kurz vor seinem 80. Geburtstag, nach der ersten wirklich schweren Erkrankung. Wir interessieren uns ja für seine Moralphilosophie und die ist teilweise schon skizziert in seinem Hauptwerk Kritik der reinen Vernunft. Da gibt es schon ein paar moralphilosophische Themen. Zum Beispiel geht es darum, wie kann ich mir Willensfreiheit denken neben Naturkausalität?
Das Thema werden wir gleich kurz streifen, aber wir können es hier nicht vertiefen. Oder er sagt, die religiöse Frage, was darf ich hoffen, hat auch einen Bezug zur Moralphilosophie. Sie gehört da eigentlich hin. Die moralische Grundfrage, was soll ich tun, die wird in dieser Schrift auch schon erwähnt und eingeordnet, nämlich als dritte große Frage neben der theoretischen Frage, was kann ich wissen? Das sind die drei großen Fragen bei Kant. Was kann ich wissen, ist die Erkenntnistheorie. Was soll ich tun, ist die Ethik. Was darf ich hoffen, ist Religionsphilosophie, vielleicht auch ein bisschen Geschichtsphilosophie. Und die Grundbotschaft in diesem Buch ist, reine Vernunft, das heißt Vernunft ohne empirischen Bezug, Vernunft ohne Erfahrung, hat kein Recht im theoretischen Bereich. Das heißt in der Frage nach dem Sein, nach dem Faktischen, nach dem, was der Fall ist. Denn dort herrschen Naturgesetze und deshalb ist dort empirische Beobachtung unerlässlich. Demgegenüber wird reine Vernunft, die immer nach dem Unbedingten strebt, das jenseits aller Erfahrung läge, im theoretischen Bereich überschwänglich. Die reine Vernunft gerät in Dialektik, sie zieht voreilige Schlüsse, sie verwickelt sich in Widersprüche, sie verliert sich in haltlosen Spekulationen, vor allem über Unsterblichkeit der Seele, die Freiheit des Willens und die Existenz Gottes. Diesen Titel Kritik der reinen Vernunft kann man deshalb durchaus lesen als Kritik an der reinen Vernunft. Diese reine Vernunft wird im theoretischen Bereich in die Schranken gewiesen. Man kann ihn auch lesen als Kritik durch die reine Vernunft, weil letztlich die Vernunft selbst sich diese Schranken ziehen muss, auf der Grundlage einer kritischen Selbstreflexion, als Akt der kritischen Selbstbegrenzung. Ganz neutral würde man den Titel lesen als kritische Bestimmung der reinen Vernunft. Das heißt, kritische Feststellung ihrer Möglichkeiten und Grenzen. Und im theoretischen Bereich fallen diese Möglichkeiten und Grenzen aber sehr eng aus. Die reine Vernunft droht da massiv in die Irre zu gehen. Aber reine Vernunft hat ihr Recht im praktischen Bereich. Das heißt, in der Frage nach dem Sollen, nach dem Moralischen, nach dem, was Pflicht ist. Denn dort herrschen nicht Naturgesetze, sondern das Sittengesetz. Und das muss nach Kant in der Tat ohne jede Rücksicht auf empirische Verhältnisse gefasst werden. Die Moral nach Kant hat den Charakter des Unbedingten. Und das heißt für Kant, sie muss ganz unabhängig vom Empirischen formuliert werden. Entsprechend ist reine Vernunft eben mit ihrem Streben nach dem Unbedingten jenseits aller empirischen Vorgaben in der Ethik gerade richtig am Platz. Das weiß man eigentlich schon, wenn man die Kritik der reinen Vernunft gelesen hat. Und es ist auch nicht direkt erkennbar, wenn man das Buch liest, dass Kant damals schon vorhatte, noch spezielle ethische Bücher zu schreiben. Hat er dann aber noch gemacht. Insbesondere gab es dann die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, die Kritik der praktischen Vernunft, 1788, und nochmal die Metaphysik der Sitten selbst von 1797. Was passiert in diesen Büchern? Das letzte, die Metaphysik der Sitten, die beschäftigt sich mit konkreten Einzelfragen. Die diskutiert auch viele Fallbeispiele. Sie nimmt systematische Einteilungen vor innerhalb der Moral. Vor allen Dingen kommt es dazu der großen Einteilung Rechtspflichten, Tugendpflichten. Das heißt, es gibt solche Normen, die gesetzlicher Regelung zugänglich sind, und es gibt solche Normen, die das nicht sind. Das wird uns in der nächsten Einheit beschäftigen. In dieser Einheit bleibt es außen vor. Dann die Kritik der praktischen Vernunft, wie der Titel schon andeutet. Das sollte das große moralphilosophische Hauptwerk werden. Insbesondere hat er sich sehr bemüht, das parallel zu gestalten zur Kritik der reinen Vernunft. Insbesondere haben wir auch in der Kritik der praktischen Vernunft die große Grundeinteilung in eine Analytik und eine Dialektik. Genau genommen ist das aber nicht der korrekte Gegentitel zur Kritik der reinen Vernunft. Denn Gegenbegriffe sind nicht rein und praktisch. Gegenbegriffe sind rein und empirisch. Da geht es um die Frage, welche Art von Einsicht habe ich, ohne Erfahrung oder mit Erfahrung, rein oder empirisch. Und Gegenbegriffe sind theoretisch und praktisch. Da geht es um den Gegenstandsbereich. Geht es ums Erkennen oder geht es ums Handeln? Das heißt, diese Titel, obwohl sie so schön nebeneinander zu liegen scheinen, liegen eigentlich schief zueinander. In der Kritik der reinen Vernunft ist vorrangig die theoretische Vernunft Thema, das Erkennen. Deshalb müsste das Buch eigentlich besser heißen,
Kritik der reinen theoretischen Vernunft. Es geht um die Möglichkeiten und Grenzen der reinen Vernunft, primär im theoretischen Bereich, mit Blick auf das Erkennen. Und diese Grenzen sind, wie gesagt, sehr eng gezogen. Im theoretischen Bereich hat die reine Vernunft mit ihrem Streben nach dem Unbedingten kein Recht. Deshalb ist das Buch eben wirklich tendenziell eine Kritik an der reinen theoretischen Vernunft. Das kann sie allenfalls selber einsehen, wenn sie sich selbstkritisch betrachtet. In dem Sinn ist das Buch eine Kritik durch die reine theoretische Vernunft. In der Kritik der praktischen Vernunft dagegen ist eben die praktische Vernunft Thema, das Handeln. Der Titel ist insofern grundsätzlich passend. Es geht jetzt eben um die Möglichkeiten und Grenzen der Vernunft im praktischen Bereich. Aber auch das Buch hätte man genauer bezeichnen können, wenn man seine Botschaft genauer akzentuieren wollte. Denn kritisiert im Sinne von in die Schranken gewiesen, wird hier die empirische praktische Vernunft. Die praktische Vernunft, die sich von empirischen Bedingungen leiten lassen will und die sich anmaßt, aus der Erfahrung Normen zu generieren. In dem Sinne ist dieses Buch eine Kritik an der empirischen praktischen Vernunft. Und dass das falsch ist, wird deutlich im Horizont der reinen praktischen Vernunft, die zeigen kann, dass Moral auf ein unbedingtes Jenseits der Erfahrung gerichtet sein muss. In dem Sinne ist es eine Kritik durch die reine praktische Vernunft. Dass die Titel anders lauten, liegt wahrscheinlich daran, dass Kant, als er die Kritik der reinen Vernunft schrieb, nicht unbedingt eine weitere ethische Schrift geplant hatte. Deshalb nannte er sein erstes Buch umfassend Kritik der reinen Vernunft, weil er hier in einem ersten Zugriff die reine Vernunft grundsätzlich in ihren Möglichkeiten und Grenzen skizziert. Aber dann schrieb er eben noch Bücher speziell zur Ethik, insbesondere die Kritik der praktischen Vernunft, um genauer sich jetzt eben nochmal dem Bereich der Moral zu widmen. Und das Buch nannte er dann passend Kritik der praktischen Vernunft, weil es darin eben wirklich ausführlich und nur um das Thema Ethik geht. Ja, und die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, das ist erkennbar eine kleinere, leichter zugängliche und im Voraus veröffentlichte Fassung der Kritik der praktischen Vernunft. Da haben wir in der Tat schon die wesentlichen Elemente von Kants Moralphilosophie, ist auch für uns daher ein guter Leitfaden. Der Ausbau zur vollständigen Kritik der praktischen Vernunft ist wichtig für Kants Gesamtarchitektonik und auch bestimmte Theoriestücke finden Sie nur da. Für uns ist die Kritik der praktischen Vernunft wertvoll als Vertiefung, aber wir werden an der Grundlegung jetzt entlang gehen. Insbesondere finden wir schon in der Vorrede zur Grundlegung der Metaphysik der Sitten diese Absage an alles Empirische. Und indem er diese Absage erteilt, deutet er auch schon an, aus welcher Perspektive er heraus er jetzt seine Moralphilosophie entwickeln möchte. Die Passage lese ich Ihnen vor. Er fragt da in der Vorrede, ob man nicht meine, dass es von der äußersten Notwendigkeit sei, einmal eine reine Moralphilosophie zu bearbeiten, die von allem, was nur empirisch sein mag, völlig gesäubert wäre. Denn dass es eine solche geben müsse, leuchtet von selbst aus der gemeinen Idee der Pflicht und der sittlichen Gesetze ein. Jedermann muss eingestehen, dass ein Gesetz, wenn es moralisch gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich führen müsse. Dass der Grund der Verbindlichkeit hier nicht in der Natur des Menschen oder den Umständen in der Welt gesucht werden müsse, sondern lediglich in Begriffen der reinen Vernunft. Und dass jede andere Vorschrift, sofern sie sich dem mindesten Teile nach auf empirische Gründe stützt, zwar eine praktische Regel, niemals aber ein moralisches Gesetz heißen kann. Sie merken, ganz zentral für ihn hier ist der Gesetzescharakter von Moralität. Jetzt hatten wir in der allerersten Vorlesung festgehalten, dass Forderungen der Moral immer den Charakter der Unbedingtheit tragen. Aber nach Kant tritt uns dieses Unbedingte, das der Moral eignet, genauer als Pflicht, als Gebot, als Gesetz entgegen. Moralische Unbedingtheit hat nach Kant Gesetzesform. Und an diese Unbedingtheit in Gesetzesform muss man anknüpfen, um die normative Ethik zu entwickeln. Die Moral ist in ihren Forderungen immer unbedingt, das heißt kategorisch. Das ist ihr Wesen eigentlich für jeden Moralphilosophen. Da könnte auch ein Tugendethiker oder ein Teleologe durchaus noch nicken. Sie ist aber darüber hinaus ihrer Gestalt nach ein Gesetz.
Das heißt ein Imperativ. Das ist speziell Kants Auffassung. Und deshalb heißt sein moralisches Zentralprinzip eben kategorischer Imperativ. Unbedingtes Gesetz. Und das ist schon wirklich eine deontologische Ausrichtung. Diese Unbedingtheit der Moral wird im Charakter eines Gesetzes, eines Gebots, einer Regel gesehen. Dem würden Tugendethiker oder Teleologen tendenziell nicht folgen. Die reden nicht gerne von Gesetzen, Geboten oder Regeln. Die bevorzugen andere Konzepte. Die reden eben von Tugenden, von Seelenbeschaffenheit oder von gutem Leben. Oder von Gütern, von Werten, von Nutzen. Nicht so gern von Gesetzen. In der Passage, die ich gerade vorgelesen habe, erteilt Kant mehr oder weniger deutlich diesen anderen beiden Ethiktypen eine Absage. Er hat nämlich geschrieben, nicht die Natur des Menschen darf entscheiden. Das ist bei Tugendethikern aber der Fall. Also bei Leuten wie Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin. Die untersuchen die Natur der menschlichen Seele und entwerfen von dort aus Moralität als hervorragende Beschaffenheit einer solchen menschlichen Seele. Und Kant sagt, nicht die Umstände in der Welt dürfen den Ausschlag geben. Das ist aber bei Teleologen der Fall, etwa bei Utilitaristen. Die betrachten das Glück in der Welt und wollen das eben maximieren. Sie entwerfen Moralität als Streben nach dem größten Glück in der Welt. Beides ist für Kant verkehrt. Beides darf für Kant in der Moral keine Rolle spielen, und zwar eben, weil man damit zu sehr Rücksicht nehmen würde auf Empirisches. Kant sagt, dann werden der Moral bestimmte kontingente Bedingungen auferlegt und dadurch wird sie relativiert. Dadurch verliert sie diese Unbedingtheit, die ihr eigentlich zukommt. Natürlich, Moral muss von realen Menschen in der realen Welt angewandt werden, aber sie darf nicht schon mit Rücksicht auf die Natur des Menschen oder die Umstände in der Welt formuliert werden. Deshalb können wir nicht brauchen eine tugendethische Orientierung an der Seelennatur des Menschen und keine teleologische Orientierung an der Beschaffenheit der Welt. Damit, sagt Kant, wäre Moral zu sehr an empirischen Gegebenheiten ausgerichtet, zu sehr von kontingenten Verhältnissen abhängig. Um wirklich unbedingt, um kategorisch sein zu können, muss Moral nach Kant rein, das heißt unempirisch sein. Das heißt für ihn, sie muss deontologisch entworfen werden, als moralisches Gesetz, das sich ganz unabhängig macht von Natur und von der Welt. Das schauen wir uns gleich genauer an. Wir machen um 11 Uhr weiter.